Herzlich willkommen bei PC Insight. Auf der E3 haben ja natürlich Sony und Microsoft in gewisser Weise neue Konsolen vorgestellt, die in erster Linie auf das 4K eingehen werden. Hochauflösende Bilder. Doch wie gesagt, das Bild alleine macht kein Spiel, sondern der Sound gehört ebenfalls dazu. Und dafür haben wir für euch mal die Onkyo HTS 9700 THX Anlage. Die möchten wir euch jetzt mal ein bisschen vorstellen, vor allen Dingen auch mal eingehen, wie das ist. Ja, wir verplappern uns ein bisschen, ist mit dem Kinosound, wie man so eine Anlage aufbaut, was sie bringt und welche Möglichkeiten euch natürlich gegeben sind. So eine Anlage dient natürlich nicht in erster Linie rein für die PlayStation oder Xbox, sondern sie dient natürlich auch für Filme, die in tollen Tonformaten daherkommen, zum Beispiel Dolby Atmos, DTS. Wir haben Dolby Digital, wir haben Dolby Digital HD, wir haben DTS HD. Also all die ganzen Tonformate könnt ihr mit der Anlage erleben. Und das möchten wir euch jetzt mal zeigen. Wie gesagt, das ganze Komplettpaket ist natürlich riesig. Ein riesiger Karton, der im Endeffekt mit 7 Boxen daherkommt. Und einen schweren Subwoofer, natürlich die Anlage. Das Ganze unter 1000 Euro. Also da ist schon ein bisschen was geboten dafür. Wie das jetzt funktioniert, packen wir natürlich mal aus und zeigen es euch. In diesem Paket werden natürlich die passenden Boxen mitgeliefert. Hier haben wir den sogenannten linken bzw. rechten Frontkanal, eines von 7 Lautsprechern. Die sind natürlich auf der Rückseite alle gekennzeichnet. Front Left haben wir hier in einem wunderschönen Stoff vorne drüber, den man natürlich auch abnehmen kann, um zu sehen, was wir da drin haben. Wie ihr seht, haben wir hier 2 verschiedene Lautsprecher und einen speziellen Hochtöner drin. Das Ganze gestaltet sich natürlich auch beim Center-Kanal, den wir hier haben. Der ist optisch genauso gestaltet und wie euch aufgefallen ist, das gesamte System ist mit dem THX-Zertifikat, wie sagt man, lizenziert worden. Ein ganz spezielles, wie sagt man, Lizenz, die gewisse Kriterien erfüllt, um halt den Sound ganz präzise rüberzubringen. Dann kommen wir zu den sogenannten Rückkanälen. Davon haben wir 4 Stück. Auch diese lassen sich wunderbar in der Front mal abnehmen. Da kann man sie mal zeigen. 4 Stück, 2 rückwärtige, 2 seitliche, beziehungsweise im Dolby Atmos 2 für die Decke. Ein kleines Herzstück der Anlage ist natürlich der Subwoofer, selbstverständlich aktiv. Das heißt, wir müssen ihn in die Steckdose stecken, der dann auf der Rückseite, oh, der ist so schwer, alle notwendigen Anschlüsse dran hat. Ein Aus haben wir und natürlich, was man da erkennt, das Level des THX. Schauen wir uns doch mal den Receiver an. Kommen wir nun zum Herzstück einer solchen Anlage, ist natürlich der Receiver. Design, würde ich sagen, schlichtes, schönes Schwarz. Ein bisschen so aufpoliert. Mitgeliefert wird natürlich in diesem Paket alles mögliche Kabel. Und damit ihr euch nicht verzettelt, in allen Farben. Auch hier der Anschluss für den Subwoofer ist dabei. Dazu kommen natürlich Bedienungsanleitung, eine Antenne für den sogenannten Radioempfang und die Fernbedienung. Auf der Vorderseite, wie ihr seht, haben wir alle möglichen Tasten zum Geräte anschließen. Ob es nun eure PlayStation ist, euer Fernseher, euer SAT-Receiver, euer Blu-ray-Player, eure Xbox, auch PlayStation 3 kann man anschließen oder andere Audiogeräte, wie zum Beispiel hier haben wir einen USB-Anschluss. Ne? Vorsicht hier, Setup-Mikro ist kein Mikro, um zu singen, sondern das werdet ihr benötigen, um die Boxen einzumessen. Vorne haben wir nochmal einen HDMI-Anschluss, um zum Beispiel spontan schnell einen Laptop anschließen zu können. Dann natürlich ein Kopfhöreranschluss in bekannter 6,3 mm Klinke. Power, also es ist designmäßig richtig schick. Wie ihr erkennt, haben wir Spotify. Schauen wir uns mal die Rückseite an. Muss aufpassen, es ist bockschwer, das Gerät. Und da ist eigentlich schon mal auf den ersten Blick heiliges Chaos, was kein Chaos ist. Wir sehen, wir haben hier
6 HDMI-Anschlüsse. Das heißt, wir können 6 Geräte via HDMI anschließen. Wie gesagt, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, meinetwegen Xbox 360, SAT-Receiver, Blu-ray-Player, was ihr so habt, alles geht dort direkt hinein. Und dann haben wir hier den Out-Anschluss. Das heißt, von hier aus gehen wir in den Fernseher und kriegen auch die Rücksignale, falls ihr den Ton vom Fernseher hier drauflegen wollt. Aufpassen, der Fernseher hat im HDMI-Anschluss einen sogenannten Audio-Rückkanal im HDMI. Den müsst ihr natürlich wählen und dann hier reinstecken. Weiter geht's, hier werden sämtliche Lautsprecher angeschlossen, die wir euch gezeigt haben. Insgesamt 7 Stück plus Subwoofer. Der Subwoofer-Anschluss ist hier unten. Falls ihr noch ein bisschen was auf die alte Schiene habt, haben wir natürlich hier die sogenannten Komponentkabel, eher bekannt von der PlayStation 3 noch. Wir können noch ein paar diverse andere Audio anschließen. Wer noch hat Kassettendeck, das ist so Kästchen mit Rädchen drin und da geht so ein Tonband rum, falls es keiner weiß. Was er jetzt nicht hat, ist ein Plattenspieleranschluss. Die sind zwar wieder im Kommen, aber da müsst ihr euch einen separaten Vorverstärker besorgen. Wir haben hier einen Internetanschluss. Wie gesagt, wir können Internetradio hören. Und der Receiver, großer Vorteil, erhält automatisch Updates für Soundmodis. Das heißt, ihr seid immer auf dem aktuellen Stand. Hier haben wir noch einen sogenannten optischen Anschluss und die koaxialen Anschlüsse für die digitalen Eingänge. Also es ist genügend da, um sein Heimkino komplett zu machen, würden wir mal sagen. Alles rein damit, alles anschließen und dann, wie gesagt, Spiele, Filme in 7.1 erleben. Das Ganze braucht dann natürlich ein bisschen Zeit, der Boxenaufbau, aber da in der Bedienungsanleitung wird alles wunderbar in Deutsch erklärt. Ist natürlich der Receiver auch von der Größe her Standardformat mit 44 cm, das heißt, man kann diverse andere Bausteine, wenn man sie noch hat, oben draufstellen oder unten draufstellen. Ja. Das ist dann euch überlassen, wie viel Platz ihr drin habt. Ein bisschen dran denken, das Gerät wird heiß, ist ähnlich wie die PlayStation, es braucht ein bisschen Luft, also nicht zu sehr zubauen, nicht irgendwo in welche Fächer oder Schubladen schieben. Ihr braucht es auch nicht oben drauf stehen lassen, es reicht da drinnen. Das hat hier einen PC-Lüfter oben drin, den wir erkennen. Und dann würde ich sagen, legen wir mal ein bisschen los und gucken mal, was die Spiele auf so einer Anlage hergeben und ob der Effekt ähnlich ist wie jetzt vom Controller auf dem Lenkrad, ob das sich wirklich lohnt. Wie gesagt, man spielt ja nicht nur, man guckt ja auch Filme und selbst ASI TV macht sicherlich in dem Tonformat ein bisschen mehr Spaß. Also bis zum nächsten Mal. Dann testen wir das ganze Ding mal. Press play for the experience.